Let's count our time. Floppy disk delirium. Count of C64. Let's count our time. Enjoy my channel and have fun. Floppy disk delirium. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Floppy Discovery. Und in der heutigen Ausgabe hoffe ich, dass wir ein paar funktionierende, vernünftige Disketten mit schönen Games erwischen, denn die letzte Folge war meiner Meinung nach ziemlich für den Arsch. Aber ja, kann halt mal vorkommen, ne? Ich greife mal wieder hier in die Box rein. Völlig unbedarft. Oh, diesmal habe ich doch tatsächlich eine mit Hülle erwischt. Ja, ich hoffe, dass sie funktioniert. Sie ist schreibgeschützt auf beiden Seiten. Jetzt gucken wir mal, ob denn da überhaupt was geht. Destroyer. Hoffentlich ist das nicht so eine U-Boot-Simulation oder sowas. Ich meine, da mal was von gehört zu haben. Bitte, keine Sim. Hier steht was. Das ist eine Sim. Marco aus Harford. Destroyer. OB Ausguck BR Brücke NA Karten TP Torpedo DC Wasserbomben Kanone hinten, Kanone vorne. Oh ne. Auf solche Simulationen stehe ich ja überhaupt nicht. Wir gucken mal, ob es wenigstens lädt. Dann weiß ich, ich werde es trotzdem behalten, aber ich werde es wahrscheinlich nicht zocken. Machen wir gleich mal gucken. USS To... Hallo. USS gar nix. Captain nix. Captain Ahab. Okay, dann... es will nicht. Es will mich nicht. Ich will es nicht. Dann sind wir uns ja einig. Tschüss. Ja. Ja, ich verpasse trotzdem. Ja, vielleicht kriege ich es ja irgendwann doch noch mal ins Laufen, aber ich glaube nicht, dass ich es wirklich zocken will. Greifen wir noch mal rein und holen raus, was ist das? Schön staubig. Bitte lass es was Brauchbares, was Funktionierendes, was Laufendes, was Gutes sein. Wizard of War, etwa das arcadige Wizard of War, etwa das wieder das, was nicht läuft. File not found error. Okay. Dann ohne Fastloader vielleicht. Und dann bin ich mal gespannt. Ob es denn wirklich, ob es geht. Kratz, kratz. Blink, blink. Schnarz, hak. Es ist zum Kotzen. Da nicht! Gibt's was auf der zweiten Seite? Ich krieg langsam Vögel, ey. Read Error. Mal eben gerade gucken, ob sich das Laufwerk irgendwie verstellt hat. Ich hoffe nicht. Doch, hat's. Geil. Jetzt geht die ganze Scheiße schon wieder los. Zum Formatieren. Also. Das muss ich in letzter Zeit verdammt häufig machen. Und mittlerweile geht es mir echt auf den Keks.
Party. Naja, kackt immer noch rum. Versuchen wir es nochmal mit Formatieren. Ey. Ich habe das Gefühl, die meisten Discs, die ich jetzt hier aus dieser Sammlung habe, das sind alle für den Arsch, die funzen nicht. Das ist alles tot, kaputt, voller Schlaglöcher in den Oberflächen. Ja, danke. Nicht so komisch rumgeschnarzt. Vielleicht klappt's ja jetzt. Puh, das klang jetzt mal besser. Mal gucken, ob er die Disk, die vorhin auch gelesen wurde, jetzt auch im Inhaltsverzeichnis kriegt. Gut. Hat sich wieder beruhigt. Meine Güte. Jetzt gucken wir uns mal hier mal Seite 2 an. Ist auch Wizard of War drauf. Wollen wir mal gucken, ob es auf der Seite funzt. Wobei, vorhin hat er sich mit dem Fastloader aufgehangen, ne? Also. Versuchen wir es mal so. Gucken, ob der jetzt lädt. Wenn nicht, ja. Dann will's nicht sein mit der Disk. Ja, also die letzten Sachen, die aus dieser, weiß ich nicht, Trödelmarktbox sind, sage ich mal, da ist vieles ganz schön im Arsch. Hä? Siehe jetzt. Gebacken. Jetzt muss ich noch mal gucken, ob sich da was verstellt hat wieder. Okay, hat sich nicht. Gut, dann liegt es einfach an der Disk. Das heißt, die Disk ist im Arsch. Tschüss. Da wird jetzt gar nicht mehr lange rumprobiert. So, dann greifen wir nochmal rein. Ich hoffe, dass irgendeine von diesen 233 Disketten vernünftig läuft. Sonst sind die alle für'n Arsch. Da habe ich 25 Euro Porto für nix rausgeschossen. Also. Mal gucken, was hier drauf ist. CPL 80, das ist wahrscheinlich hier, was ist das, 80 Zeichenmod oder was? Aber keine Ahnung. Straßen. What is that? Stimmt, nichts, was funktioniert. Nichts, was irgendwie nach einem Game aus. Commodore Basic V2, 64K RAM-System. Okay, und was haben wir jetzt hier? Was ist denn das? Vor allem der Zeichensatz ist voll kackum. Hä? Was bist du? Ach, das wollte ich doch gar nicht. So, das wollte ich. Straßenbilft. Das wird wahrscheinlich genauso nix taugen. Was? Krankenanstalten? Bitte geben Sie den Straßennamen ein. Was? Ich kann das nicht lesen. What?
ist das für eine Scheiße? Was steht denn hier vorne drauf? Da steht Straßen befüllt. Wollen wir mal gucken, was denn auf Seite 2 ist. SP180VC sei koscher. SP180, nee. Das hat alles nur ein paar Blocks. Ich glaube nicht, dass das sehenswert ist. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Greifen wir nochmal rein und hoffen, dass wir jetzt so langsam endlich mal ein paar Games zu sehen kriegen. Das, was hier draufsteht, sagt mir schon wieder was anderes. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es überhaupt lädt. Okay, Canals of M Plus Rambo Ultraload Plus. Aber ich habe schon einen Schnelllader hier drin. Colony. Wollen wir mal gucken, was dieses Kanals ist. Ach gut, das hätte ich mir jetzt auch einfacher machen können. Ich hätte einfach nur so drücken müssen. F1. Ja, wollen wir mal gucken, ob das sich mit dem Schnelllader hier verträgt. Anscheinend verträgt sich nämlich nicht alles mit dem Action Replay Fast Loader. Run. Warten wir mal ab. Warum bin ich skeptisch? Okay. Okay. Oh, bitte, lass mal wieder ein Spiel dabei sein, was funktioniert. Canals of Mars. Hoffen wir, dass diese Kanäle von Mars funzen. Unbegrenzt Leben? Nein. Port 1 vor Arras. Port 2 vor Flight. Okay, also es gibt zwar anscheinend zwei unterschiedliche Raumschiffe oder was. Press Fire to Start. Aha. Ich kann schießen. Das sieht ja erstmal gar nicht schlecht aus. Das sieht ja erstmal vielversprechend aus. Aha. Das ist nicht hässlich. Das finde ich jetzt schon mal nicht schlecht. Okay, wie kommt man hier durch? So nicht. Ich kann nur nach oben schießen. Gut. Eine Frage von dem Timing am Sein, am Tun, ne? Boah, wieso schießt denn das quer hier über die Wand? Da komme ich doch nicht durch. Boah, na doch. Ich kann wirklich nur nach oben schießen. Okay. Interessantes Spiel, habe ich noch nie gesehen. Zumindest ist es endlich mal wieder ein Spiel. Ja, eins, was läuft. Na toll. Sagen, kriegt man das überhaupt kaputt da oben? Wahrscheinlich nicht. Nein, warum auch? Ist Game Over? Ich habe kein Raumschiff mehr. Okay, jetzt probieren wir mal dieses andere da. Knot. Press Fire to start mit Competition Pro. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es anders aussieht. Könnte sein, dass es sich ein bisschen schneller bewegt. Mhm. Das könnte sein, aber dafür schießt es langsamer. Ist das möglich? Könnte ja sein. Geht das hier nicht kaputt? Oder meine Schüsse sind schwächer. Bäb, Kacke! Also zumindest seitlich kann ich mich schneller bewegen. Schneller in den Tod. Blöd, Mann.
Ja, der schießt wirklich langsamer. Okay. Caverns of Mars. Ich wollte nicht nochmal. Ja gut, komm, einmal noch. Weil es könnte ja sein, dass es das einzige laufende Game ist in dieser Session. Man weiß es ja nicht. Mittlerweile muss man ja alles nehmen, was kommt. Auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Vor allem kenne ich das noch nicht. Ich sehe das zum allerersten Mal in meinem Leben. Also, das ist ganz schön schwer. Boah. Der Grafikstil ist ganz interessant. Mann. Ja, ist klar. Ich hab's begriffen. Mehr gibt's nicht. Gut. Mehr gibt's nicht. Immerhin, er hat den Fastloader unterstützt, ne? So. Rambo! Sollen wir mal gucken. Ich hoffe, das läuft. So, vielleicht ja so. Ja, was das erste jetzt war. Oder er unterstützt den Fastloader da nicht. So, Dynamic Duo Presents Rambo. Habe ich nicht Rambo jetzt neulich irgendwann schon mal gezockt? Oder täusche ich mich da? Oder hatte es nicht funktioniert? Das wäre ja nichts Neues. Na? Sind wir mal gespannt. Okay. Er scheint noch zuzugreifen. Das könnte also funktionieren. Rambo First Blood Part 2. Jawohl, geil. Vor allem die Musik ist geil, Leute. Das Game kenne ich. Ich glaube, viele von euch kennen das auch, oder? Muss man eigentlich gar nicht viel Worte drüber verlieren. Ist geil. Also ich habe es jedenfalls als geil in Erinnerung. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich mich da noch richtig erinnere. Legen wir mal los, wat? Könnte ich auch mal wieder gucken. Aber das Game ist auch schwer. Es ist ja hier so Kommando-Style. Ich weiß auch gerade nicht, wie man umschaltet zwischen den verschiedenen Sachen. Ob man den Feuerknopf gedrückt halten muss dann? Oder mit Space? Und ich weiß noch nicht, wie viele von diesen Raketendingern ich habe. Da werde ich nur eine begrenzte Zahl haben, oder? Und die Explosivpfeile, da habe ich doch bestimmt auch nicht so viele von. Was ist passiert? Ich finde einfach die Musik geil. Und bin schon tot. Geil, weit gekommen. Das probieren wir doch gerade nochmal, ne? Ja, da bin ich mal weit von weg von Highscore. Also, T. H. O. Ich bin so froh, dass ich immer wieder Games habe, die laufen.
dass es mal wieder eine Folge ist, die ein bisschen ergiebiger ist. Ihr merkt es vielleicht, ich bin immer noch leicht gefrustet. Ich nehme das hier gerade ja alles in einer Session auf. Ich bin jetzt irgendwie so 4 Stunden am Aufnehmen, damit ich ein bisschen Material zusammenkriege. Ich muss die Gelegenheit ja nutzen, solange ich sturmfrei habe zu Hause. Aber wenn du dann solche Discs hast, wo dann partout von vorne bis hinten quer durch die ganze Folge nichts laufen will, dann bist du irgendwann mal gefrustet. Dann will man doch mal wieder ein Erfolgserlebnis. Ich komme da nicht über die Brücke. Muss ich das irgendwie wegsprengen? Ich habe die ganze Brücke weggeschossen. Auch geil. Messer kann man halt mehr schmeißen. Die sind noch nicht so effektiv, oder? Irgendwie muss man ja wahrscheinlich da in das Camp reinkommen. Ich glaube, man muss den Hubschrauberlandeplatz finden oder sowas war das, oder? Ich glaube, meine Energie ist am Arsch. Ich bin, glaube ich, völlig falsch gegangen. Und bin schon Game Over. Okay. Einmal versuche ich es noch, dann gehe ich mal links ums Camp rum. Ich versuch's zumindest. Ja, wieder mal nicht in der Highscore. Und dann letztes Mal geben wir unsere Initialen ein. So, versuchen wir es also noch ein letztes Mal. Halten wir uns mal links rum. Wahrscheinlich ist das auch eine scheiß Idee. Ich habe nur scheiß Ideen. Ich habe keine Messer mehr. Doch, auf einmal habe ich wieder welche. Muss erstmal welche nachladen oder bauen. Hier sind so wenig Gegner. Ich bin ja bestimmt voll falsch. Oh, jetzt kommen sie plötzlich alle. Ja, bei dieser Brücke kommt keine Sau. Vom Wachturm wegbratzen kann ich auch nichts und meine Energie ist ziemlich low. Ich werde gleich tot sein, noch bevor ich den Eingang in dieses Camp finde. Ich finde den Sound einfach hammergeil. Da, genau, diese Gefangene muss man befreien. Aber komm da mal irgendwie ins Camp. Wie geht man denn da rein? Schöne Sackgasse. Schön tot. Ja, zumindest hat man einen Gefangenen gesehen, der zu befreien gewesen wäre, aber ich stelle mich zu dämlich an. Okay, das war Rambo. 3 Versuche, 3-mal gefailed. Aber es lädt auf jeden Fall. Endlich wieder eine Floppy Disks, die sich zu verwahren lohnt. Ich bin ja begeistert. Ich nehme ja alles mit, was geht. So, jetzt gucken wir mal, was Colony DCS ist. Endlich mal wieder eine Disk zum Verwahren. Ich bin begeistert. So, wollen wir mal gucken, ob das läuft. Auf jeden Fall hat er die Blocks jetzt richtig schnell geladen. Wenn's mal läuft, dann ordentlich. Dann rauscht er hier auch richtig schön ab, geschwindigkeitsmäßig. Mhm. Verschwinde. D-Crunch. Press 1 Joystick, 3 Start Game. Das war wahrscheinlich irgendwie falsch. Ich kann schießen, aber ich kann nicht springen. Was ist hier los? Muss man an die Pilze? Wie kommt man da dran? Die kann man nicht abschießen.
I'm a komischer Käfer and ich weiß nicht, was to do. Was ist denn das? Kann man da rein? Was heißt das? Order supplies. Activate beacon. Beacon off. Beacon. Da habe ich was. Mode fire. Order supplies. Zäune. Todesfalle. Megaforce field. Heavy duty laser. Das können wir wahrscheinlich alles gerade gar nicht leisten. Exit. Laser. Das kostet auch noch Energie. Da ist der Zaun kaputt. Muss man den Zaun reparieren? Ja, weiß der Teufel, was man hier machen muss. Jedenfalls, wenn ich Laser schieße, verbrauche ich Energie. Was macht man hier nur? Ich bin da total überfragt. Ein Labyrinth. Was soll ich hier? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und was macht das alles für einen Sinn? Ich verlaufe mich hier noch. Ich habe einen Käfer zerfetzt. Was ist das hier? Ich weiß es doch selber nicht. Komm runter. Komm rüber hier. So. Ich bin irgendwie außerhalb von irgendwas. Large G, Renn, Lauf. Lauf Forest. Bäm. Wo kam der denn auf einmal her? What the fuck? What? Die sind ausgebrochen. Die können auch schießen. Ja, sowas. Barbed Wire Store. Pick up. Stacheldraht. Exit. Wie kann ich denn Stacheldraht usen? Mit Space? Oder mit Zahlentasten? Keine Ahnung, wie man den Stacheldraht used. Hier irgendwo an den Stellen? Nee. Geh weg. Geh doch weg. Total Power Level. Ah, da kann ich mich wieder aufladen. Oh, und ich bin irgendwie ein Droid. Droide. Und diese Megapilze kann ich nicht. Die wachsen hier vor sich hin. Ey. Wachs, wachs. Und ich habe keine Ahnung. I don't know what to do. Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch überfragt. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich hier tun muss. Ich weiß nicht, wie viele Punkte ich habe. Was ist das da oben? Kredit. 3 Minuten sind schon da. Am Laufen 3,5. Was ist denn da unten? Hier ist nichts und da ist irgendwas. Wie kommt man da hin? So rum natürlich nicht. Das wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn man da einfach ums Eck gehen könnte und dann irgendwie... Ja, da kommst du jetzt überhaupt lange nicht hin. Irgendwie wird der Weg hier immer enger. Was zum Kotz ist das hier, ey? Und was ist das? Solarenergie? Ich kann da nichts machen. Ich weiß es nicht. Order Supplies.
Exit. Ich glaube, ich gehe da jetzt auch komplett raus, weil das sagt mir irgendwie nicht zu. Ich habe keine Ahnung, was man da machen muss. Auf jeden Fall haben wir jetzt nochmal ein Spiel gesehen, was läuft. Jetzt gucken wir mal noch, ob auf der zweiten Seite irgendwas ist. Infiltrator. Aha. 1,5 Minuten Copy. Infiltrator Ins. Was ist das Ins? Lad einfach mal von oben. Infiltrator kenne ich. Ich glaube, das habe ich sogar ganz gerne gezockt auf dem C64. So, mal gucken, ob das hier läuft. The Compacted One. Ich hoffe, ich komme mit der Steuerung klar. Denn da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. 1998, meine Güte, ist das lange her. Normal Game, Start Game, Closing Ceremony 1, Closing Ceremony 2. Was ist denn das? Kann man da auswählen? So, und da bin ich mal gespannt. Das war, glaube ich, so eine Hubschrauber-Simulation, ne? Mal gucken, ob es auch läuft. Starting Level 1 to start at Mission 1. Okay. Johnny, your first mission is to fly in secrecy to the enemy headquarter command center. Okay. Photograph all vital documents and the enemy war plans. Good luck. Okay. Prepare for Takeoff. Ja, das war so eine Kampfsimulation, glaube ich. Da sitzt man, glaube ich, im Cockpit gleich drin und muss dann irgendwie gucken, dass man abgehoben kriegt, ne? Wenn ich das mal noch wüsste, wie das. Ja, genau, ich kann mich erinnern. Ich weiß noch, dass ich das früher gerne gespielt habe. Aber ich sag mal so, da ich jetzt die Anleitung nicht weiß, muss ich hier, ich weiß, ich muss irgendwelche Tasten jetzt drücken, aber welche? Damit man überhaupt loslegen kann. Denn mit dem Joystick macht man erstmal nichts. Es wird erstmal mit Tastatur gestartet, wahrscheinlich. Aber nicht mit den F-Tasten. Gehen wir mal alle Zahlentasten durch. Auch nicht. Mit Space auch nicht, ne? Nö, ich habe nichts gehört. Ja, verdammt. Wie kriegte man denn die Mühle an den Start? Ja. Das ist, wenn man das Handbuch nicht vor sich hat. Ich weiß noch nicht, ob ich das Handbuch früher hatte. Oder gab es Instructions auf der Disk? Denn so kriege ich es beim besten Willen nicht an den Start. Nö, keine Chance. Ja, dann resetten wir das nochmal. War da kein Handbuch? Guck nochmal nach. Da, Infiltrator Ins, das könnten Instructions sein. Mal nochmal gucken. Turn the battery on by pressing the B key. Initialize the computer and communication system by pressing S. Turn on the engine ignition by pressing E. Engine will not provide for the movement until it exceeds 2300 RPMs. Tja, jetzt muss ich mir das irgendwo aufschreiben. Also BSI, sonst noch was? Pull back on the joystick until you have cleared your base and are looking at green landscape.
Hold the button and push forward to accelerate. Also B, S, I, G arms the gun, R heat seeking missiles, F sets flares. Also B, S, I, G und R ist interessant. Mal gucken. Ach du Scheiße. Ja. Ich will mal gucken, ob ich die Mühle wenigstens nach oben kriege. Der Rest ist mir erstmal egal. Wollen wir gleich mal gucken, ob sich was tut. Dann haben wir ja doch ein paar Games gesehen hier. Mal eine Folge, die wieder was taugt, finde ich. Ja. Okay. Aber mal schauen, ob es diesmal funktioniert. Oder ob ich die Mühle in den Sand setze. Aber mal gucken, ob es losgeht, wenn ich B drücke. Ja, also man hat ein Geräusch gehört. Ignition. Ah, man hört den Motoren-Sound. Da müsste eigentlich gleich... Ich meine, man sah sonst auch vorne dieses Rotorblatt rumkommen. Nee, anscheinend nicht. Nicht unter 2000, was war das? Wenn ich jetzt den Feuerknopf gedrückt hatte und den Hebel zu mir hinzog, dann habe ich abgerufen oben, oder wie war das? Ja, jetzt sehe ich grün. Jetzt kann ich losfliegen. Aber ich habe kein Radar, wo ich hin muss, ne? Oder? Ich bin auf jeden Fall schon mal in der Luft. Momentan lenkt er aber irgendwie von selbst. Ich kann das Lenken nicht beeinflussen so richtig, oder? Ich sehe auch irgendwie gar nicht, wo ich so hin muss. Auf jeden Fall habe ich es geschafft abzuheben. Ah, und G war für Request Identification. Ich kann dazu jetzt nichts sagen. Ich kann mich nicht identen. Aber ich kann auf G. Kann ich meine ganz scharf machen. Ah, der hat auf mich geschossen, der Sack. Wo ist er denn? Ich bin gleich tot, glaube ich. Kaum in der Luft und schon dead. Ich sehe den auch nirgendwo. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich muss. Aber ich glaube, das erübrigt sich gerade. Es gibt jetzt nur eine Richtung, nach unten. Tough luck, Jimbo, Baby. Da sieht man auch das Bein. Oh, Alter. Wie brutal. Aber immerhin, ich habe den Flieger nach oben gekriegt. So, Infiltrator. Die Disc werde ich auf jeden Fall behalten. Muss ich mir jetzt mal neulich noch eine Hülle zubasteln. Also behalten wir hier oben. Und der hat ja auch noch eine coole Farbe. Grün. Ja, das ist gut so vorm Greenscreen. So, so sieht man es wahrscheinlich besser. Wobei, nee, wahrscheinlich bin ich dann unsichtbar an der Stelle, wo ich sie hinhalte. So, mie, weg bin ich dann. Also, ja,
Damit schließe ich diese Floppy Discovery-Ausgabe endlich mal wieder was Brauchbares, wie ich finde. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Ausprobieren und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn eine neue Ausgabe kommt. Ja, ansonsten danke ich fürs Zuschauen. Sagt ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Tomaniac.